Also, ich heiße Katharina Autenried-Fischlewitz und lebe hier mit meiner Familie in Basel. Ja, ihnen davon erzähle, warum wir das machen. Das interessiert Kinder und die sind völlig empfänglich dafür. Es regt sie vielleicht auf, dass es jetzt weniger Salami gibt. Ja, da kann man sich auch drüber aufregen, weil es ist was Gutes, ich hab's auch gern. Aber es macht irgendwie unser Leben auf eine Art intensiver und das kann man Kindern auch vermitteln. Das Verzicht auch was ist, was uns dann irgendwie wieder reich macht. Und es gibt so die Geschichte von Jesus, der mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und Jesus spricht davon, also für mich wird die Zeit kommen, wo ich gekreuzigt werde. Und die Jünger sagen, hey, nein, das kann nicht sein, sag doch nicht so einen Quatsch. Und dann sagt er, wer mir nachfolgen will und lebe, gewinne, also zum Lebendigkeit finden will, der muss sein Leben verlieren. Also das ist für mich eine Motivation zu sagen, ich will ein Stück weit diesen Lebensstil verlieren, weil ich glaube, dass in dem Verlieren, Aufgabe, Entsage eine Freiheit steckt, die mir eine neue Qualität von Leben bringt. Entscheidend ist einfach das, man was tut und gleichzeitig auch Freude darüber, dass wir es mit so einer Kostbarkeit zu tun haben, die nicht einfach tot und starr ist, sondern die man verletzen kann, die man aber auch pflegen kann und polieren kann und zum Blühen bringen kann und so.